Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe hier ein Kundegerät mit dem Fehler Wackelkontakt an der Strombuchse, Akku lädt nicht mehr. Wir haben hier ein Lenovo Yoga 700-14 ISK. Das macht gar nichts mehr. Lässt sich auch nicht mehr einschalten, es geht keine LED mehr an. Ja, der Kunde meint Wackelkontakt an der Strombuchse. Das kann ich aber ausschließen. Das habe ich überprüft. Da ist irgendwas am Mainboard defekt. Das hat auch schon eine andere Fachwerkstatt festgestellt, laut Kunde. Ja, dem ist wahrscheinlich auch so. Was genau, sage ich euch, wenn ich das Gerät dann gleich repariert habe. So, ich habe das Gerät nun endlich repariert, muss man in dem Fall schon sagen. Und zwar war das Mainboard so defekt, dass man es nicht repariert bekommen habe, beziehungsweise es war die CPU defekt. Und zwar ist die wahrscheinlich kaputt gegangen wegen Stromkabel. Und zwar hätte es einen Kurzschluss verursacht. An dem Stromkabel liege 20 Volt und 5 Volt an. Dazu gibt es auch einen Blogbeitrag. Und da sind wohl die 20 Volt an der 5 Volt Leitung angelegt und habe die CPU zerschossen. Das heißt, man muss das Mainboard austauschen und natürlich auch das Ladekabel. Ich kann das Gerät mal einschalten. Es funktioniert auch wieder alles. Aber mit Repariere war da in dem Fall halt nichts mehr. Ja, in dem Fall war es ziemlich aufwendige Reparatur, bis man alle Fehler lokalisiert hatte. Aber letztendlich hat sich's für den Kunde dennoch gelohnt und er kriegt wieder ein funktionsfähiges Gerät zurück. Wenn euch das Video gefallen hat, würde man uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.